Es ist keine Frage von Moral, sondern von Machtverhältnissen. Wenn ein Kahn, kein Schiff mit 8 Segeln, zusammengeschweißt aus 7, 6 oder 5 Blechen, 4 Tage und 3 Nächte lang mit defektem Motor, Kinder, Mütter, unbegleitete Jugendliche und Männer an Bord gezwängt, mit nichts als einem Hemd am Leib, vielleicht Telefon und Pass, ohne Schwimmwesten, die nehmen Platz weg, es geht ums Geschäft, Profit, Nachfrage, die Angebote generiert, Verzweiflung. Eine ganze Mittelklasse, von der tunesischen Küste aus, die Ärmsten Afrikas könnten sich die Reise niemals leisten, nach 3-monatigem Fußmarsch durch die Sahara, sie wissen selbst nicht, wie viele dort geblieben sind, nach Osten aufs Meer treibt, nicht Richtung Europa, Lampedusa, sondern in den Tod. Es ist keine Frage der Moral, sondern Zufall, dass ein tunesischer Trawler, er kennt das Meer und das internationale Seerecht, es verpflichtet zur Rettung. Nur überprüfen lässt sich das nicht, wie die Menschenrechtskonvention der UN, gut klingend, meist wirkungslos. Den Kahn, voller Hoffnung auf ein besseres Leben, einem Stecknadelkopf in endlosen Wellen gleich, dennoch gesichtet hat. Beistand ruft, das deutsche Rettungsschiff zufällig den Notruf abfängt, offenbar noch vor der tunesischen Küstenwache, die, bezahlt von den EU-Aristokraten aus Brüssel, der Faschistin aus Rom, dem Diktator in Tunis, deren Hände und Grinsen dort auf dem Foto nicht wissen, wie den Teufelspakt sichtbar machen für ihr europäisches Klientel, ahnend, dass kein Meer zu weit, kein Zaun zu hoch. Die Menschen kommen nicht der iPhones wegen, sondern aus Not. Die europäische Kolonialgeschichte, die nicht vergeht. Die Grenzen, ehemals von den Weißen in Berlin, am Kartentisch gezogen, wie in Risiko, dem Strategiespiel, nur ohne Risiko. Später die postkolonialen Diktaturen, die Handelsbeschränkungen gegenüber Afrika, die Umweltkatastrophen durch unseren Wachstumskapitalismus, die Ausweglosigkeit, die kein Asylgrund sein darf. Da ist sich Europa einig. Wollt ihr den totalen Grenzschutz? Wollt ihr ihn totaler? Vorstellbar, die Überfahrt gestoppt durch die Küstenwache. Vorstellbar, eine intendierte Welle von der Seite, die den stählernen Kahn volllaufen und in Sekunden sinken ließe. Ein Video der griechischen Küstenwache riss so auf einen Schlag Hunderte in den Tod. Es ist keine Frage der Moral, sondern eine Machtstrategie am eigenen Leib. Die Menschen, mittellos, traumatisiert von endlosen Tagen und Nächten auf See, dem Sturm, die Angst vor dem Tod, dem Wasser, das über die Bordwand schlägt, dem nicht enden wollenden Ausschöpfen, dem Rost des Kahns und dem Salzwasser, dem Benzin aus leergefahrenen Kanistern, dem Angstschweiß, dem Urin, schwappend im Boot, dem Schmerz der Scheuerwunden, die das Zittern verstärken, oder ist es andersherum? Das Floß der Medusa, es ist kein Bild der Romantik, keine Hollywood-Szene, es sind die AI-Algorithmen der Kamera im Telefon, die die Filmclips so aussehen machen. Aber diese Stills hier, vollständig durch Machine Learning generiert, um die Wiederholung zu vermeiden. Von AI lernen, nicht von Menschen. Das offene Fleisch der Wunden, es ist so rot und so weiß in der Tiefe. Das Schluchzen bei der Rettung, gefährlich auf hoher See. Der Kahn droht bei der Berührung mit dem Rettungsschiff in Schräglage zu geraten, gehalten von 2 Anlegeleinen, von Hand, um die Wellen auszugleichen und den Abstand. Wie den richtigen Ton treffen, fragt sich der Rettende.
Es gab Diskussionen darüber an Bord und kein Einvernehmen. Die Rettenden allesamt Freiwillige ohne Kommunikationstraining. Vertrauen verbreiten. Konkret Schwimmwesten verteilen. Die Effizienz der Rettung. Die Schuld des White Savior Komplexes für einen Moment verdrücken. Und all die falschen Fotos regarding the pain of others. Der Zweifel, ob das Retten nicht die Not hinauszieht. Was sind die Perspektiven in Europa, außerhalb der Tomatenfelder im Süden? Dem Warten auf Asylentscheidungen, der Stigmatisierung durch Schattenwirtschaft in Europas Städten. Stunden später, die Entfernungen sind groß, die Rettung aller in den sicheren Hafen von Lampedusa. Es ist keine Frage der Moral, sondern eine von Gut und Böse. Den Ankommenden. Das Zittern hat sich verstärkt. Niemand ist mehr sicher, zu Fuß an Land zu helfen. Der Quai, zugewiesen von den italienischen Behörden. Der rohe Beton. Die offen herausragenden Stahlarmierungen, rostig wie der Kahn, Fabriqué en Tunisie, zurückgelassen auf hoher See. Der Boden kalt und feucht. Willkommen in Europa. Die Ankommenden in Strümpfen und Verbänden, humpelnd und vor Schmerzen aufjaulend, trotz der Versorgung durch das ärztliche Team an Bord. Freundlicher Gespräche, beidseitiger Neugier, trotz der Verpflegung, der alubedampften Notdecken, der trockenen Kleidung nach dem Duschen. Begrüßt also in Europa von einer Marienstatue thronend über dem Quai, ein lächelndes Kind im Arm. Die goldenen Sterne der Europäischen Union als Heiligenschein, blau unterlegt, das glaubt kein Mensch. Die weiße Retterin Europa schaut gnädig herab. Unter ihr ein Bunker aus vergangenen Kriegen. Die Phalanx aus Frontex. Die beginnen noch vor der Evakuierung von Land aus mit Habibi und fragen nach Details der Reise. Die Migrationsroute soll noch schwieriger werden. Rotem Kreuz, Militärpolizei, die arbeiten hier Hand in Hand. Eine Polizistin mit wehenden Haaren kommandiert die Einheiten herum. Ihr Gefängniswagen steht entfernt sichtbar. Sie werden im Lager, oder heißt es gerade in der Sprache des Unmenschen und alphabetisch? Abschiebegefängnis, Abschiebezentrum, atmender Deckel, Aufnahmeeinrichtung. Bearbeitungsstraße, Closed Controlled Access Center, dynamisches System der Migration, Einreisezentrum, Erstaufnahmeeinrichtung, Flüchtlingscamp, Flüchtlingsheim, Flüchtlingszentrum, Grenzdurchgangslager, Hotspot, Infrastruktur, Kontrollzentrum, Migrationszentrum, Präventivgewahrsam, Registrierungsstelle, Registrierungszentrum, Relocation, Schutzzone, Transitzentrum, Transitzonen, Verteilungszentrum. Ich nenne es einfach Lager. Wir wissen, was das ist. Ich hab's gesehen. Es ist ums Eck mit hohem Zaun und Hundepatrouille. Wurde vom Wachpersonal weggeschickt. Salve, ci sono posti così belli a Lampedusa come hai potuto perderti qui? Salve, es gibt so schöne Orte auf Lampedusa. Wie nur konnten sie sich hierhin verlaufen? Sie werden selektieren. Nicht gleich bei der Ankunft. Diese Rücksicht uns gegenüber Kosmetik. Das Foto für die europaweite Fahndungsdatei. Der Handscan zur Altersbestimmung. Der AI-Sprachdetektor für die Muttersprache. Die Abschiebeentscheidung Maschinen überlassen. Eine Generalamnesie für Mehrheiten in Europa. Wenn die Unterscheidung nicht zwischen Gut und Böse verläuft,
sondern zwischen gut und schlecht, heißen gut alle, die Leben kontrollieren. Kann es also sein, müsste es, wird es dann nicht so sein, dass der Mensch verschwindet, wie am Meerufer ein Gesicht im Sand.